So und herzlich willkommen zurück zum FC Augsburg Karrieremodus. Das letzte Spiel haben wir mal wieder verloren mit 1:0 gegen Leverkusen. Die aktuelle Tabellensituation nach 8 Spielen, 3 Siege, 0 Unentschieden, 5 Niederlagen, 6:10 Treffer. Das ist die zweitschlechteste Offensive der Liga. Wir haben minus 4 in der Tordifferenz und 9 Punkte sind 14er. Stuttgart hat schon 9 Spiele. Die können wir mal ein bisschen außen vor lassen. So, unser nächster Gegner ist Darmstadt. Zu Hause. Und Darmstadt ist ganz schlecht gestartet. 8 Spiele, 8 Niederlagen. Schlechteste Offensive mit 3 Toren. Ja, aber nicht die schlechteste Defensive. Das ist aktuell Ingolstadt und Hoffenheim. Also, die haben 8 Spiele, 8 Niederlagen. Für uns ist ganz klar, da müssen wir zu Hause 3 Punkte holen. Das ist Pflicht nach unseren letzten Spielen, die nicht so gut verlaufen ist. Da können wir auch nochmal kurz ins Büro reingucken. Ja, die waren wirklich nichts. Ja, wenn wir mal reingucken. Also, gut, wir hatten hier die Länderspiele. Wir haben gegen Leverkusen 1:0 verloren. Ja, auswärts, glaube ich. Genau. Dann gegen Fenerbahce 4:1 verloren. Und dann, gut, Hoffenheim haben wir geschlagen und davor halt auch wieder verloren. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen gegen Darmstadt. Wenn die so schlecht gestartet sind, dann müssen 3 Punkte her. Und dann geht's zu einem richtig wichtigen Spiel in der Gruppenphase der Europa League. Und da müssen wir eigentlich auch schon wieder gewinnen. Und Neapel wird nicht leicht. Dann der Knaller gegen Dortmund, dann ist Pokal. Also richtig geil die nächsten Spiele. Dann Mainz, dann wieder Europa League. Und daher freue ich mich einfach jetzt auf die Aufnahme heute. Und würde auch sagen, wir quatschen gar nicht lange rum. Gehen rein in das Heimspiel gegen Darmstadt. So, und wie spielen wir nach dieser 1:0? Pleite gegen Leverkusen. Wen lassen wir da spielen? Also ich würde ganz gern Bobadilla wieder reinstellen. Boga, ja, warum nicht? Warum nicht? Und Vollner für Chor. Der hat mir nicht so gut gefallen in der letzten Partie. So, was haben wir hier denn sonst noch? Co ist leider immer noch verletzt. Ich würde ganz gern mal wieder dem Opare eine Chance geben. Und für Klavan Carlsen-Bracker. Denn Ho, der ist unantastbar. Der ist so stark bisher in dieser Saison. Auch wenn seine Form aktuell nach unten zeigt. Aber der ist richtig stark zurzeit. Und Staphylidis, das ist kein Geheimnis, dass ich mit dem ja sowas von unzufrieden bin. Deswegen darf da Max nochmal ran. Nehmen wir Schuster wieder mit. Haben wir noch sonst noch irgendein Talent, wo noch nicht so weit entwickelt ist? Nee. Oder nur auf der Bank Rieder. Ja, aber Ho, also zweimal in der Innenverteidigung wechseln will ich nicht, denn das ist ein ganz wichtiges Spiel, das wir halt einfach gewinnen müssen jetzt. Zu Hause, bei einem Team mit der schlechtesten Offensive und 8 Spiele, 8 Niederlagen, da müssen 3 Punkte her. Darüber brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Ball war auch gut. Ja, wie gesagt. Das ist jetzt einfach mal Pflicht. Und hier gleich meine wunderbare Choreo zu einem wichtigen Anlass. Ja, ich kann es nur wiederholen. Wir müssen das Ding hier rocken und gewinnen. Am besten zu 0. Vielleicht auch mal ein 2, 3, 4-0. Ja, einfach mal so als Befreiung. Vor allem vor diesem wichtigen Spiel gegen Neapel. Wir gucken hier offensiv schwächste Vereine. Da ist Darmstadt Dritter. Da sind wir auf Platz. Wir sind da ist als die zweitschlechteste Offensive. Ja, das haben wir angesprochen. Von daher hört sich das heute eher nach einem 0-0 an, aber wir müssen hier gewinnen, ja, und deswegen möchte ich das auch gleich von Anfang an verkörpern und gehe einfach mal offensiv ran an die Sache. Ich meine, Darmstadt wird womöglich eh ein bisschen offener spielen, weil die brauchen die Punkte. Die sind ja historisch schlecht gestartet, würde ich fast behaupten. Ja, jetzt lange Ball, der kommt nicht an, Boga setzt nach, ja, kriegt er den Fuß nicht mehr ran. Heller, über die linke Seite, die Darmstädter. Komm, Esweil, du bist doch schnell. Ja. Gears. So, jetzt sind wir da zwei Mann auf ihn drauf. Kriegen das Ding aber nicht unter Kontrolle. Caldirola. Auf, boah, das spielen die jetzt gut. Das spielen die jetzt richtig, richtig gut. Und jetzt muss einer stören. Und dann kommt der Schuss. Aber Hitze, ja, das war eher einer der leichten Sorte zu parieren. Boga. Wo spielt er hin? Wo spielt er hin? Caldirola luchst uns da den Ball ab. Caldirola. Ja, Boga kommt hin. Nicht schlecht gemacht. Kein Foul. Kein Foul, sagt er der Schiedsrichter. Normalerweise pfeifen sie sowas ja immer gleich.
Jung wird. Oh, Max verschätzt sich da. Hat den Gegner da falsch eingeschätzt. So, und jetzt kommt die Flanke. Jetzt kommt die Flanke. Oh, sehr riskant von... Wer war das dann? Na ja, Carsten Bracker, der heute mal wieder die Chance bekommt. Ja, der so ein bisschen außen vor geraten ist, dadurch, dass Ho sich so gut durchgesetzt hat. Jetzt Opare, der Rechtsverteidiger. Der auf jeden Fall die Zukunft wird, wahrscheinlich auf der Rechtsverteidigerposition. Wenn Ver... Oh Gott, jetzt verliert er den einfach, aber wir kriegen frei... Nee, Darmstadt. Der Darmstadt kriegt einen Freistoß für was denn, Freunde? Ah, das ist immer so kleinlich. Ja, den führen sie nicht schnell aus. 17 Minuten gespielt, also eher so abtasten, keine wirklichen Torchancen. Wir waren noch überhaupt nicht in der Nähe, erst die, eher die Darmstädter an unserem 16er. Wir können da, obwohl wir ein bisschen offensiver eigentlich agieren wollten, überhaupt nicht ankommen. Und das gegen Darmstadt, die so schlecht gestartet sind, das darf nicht wahr sein. 0-1 Darmstadt, zu Hause gegen Darmstadt, 19. Spielminute. Wie soll das nur wieder gegen Neapel enden? Ja, ich erinnere nur an das Fenerbahce-Spiel, 1-4 Klatsche kassiert. So, und jetzt müssen wir was tun. Jetzt wird's aber mal richtig schwierig. Lauf ein, komm. So, und der ist schnell. Der ist verdammt schnell. Und er läuft einfach ins Aus. Aber sie kriegen hier gleich nochmal einen Einwurf. Langer Ball rüber. Komm, jetzt müssen wir drauf. Jetzt müssen wir drauf. Und wieder verschätzt. So, Carlsen-Bracker gegen Kempe im Laufduell. Und da hat womöglich Kempe die entscheidenden Vorzüge. Wo läuft denn da der Carlsen-Bracker hin? Und Opare ist nicht gerade der Größte. So, hier haben wir es. Euroleague, Neapel, Augsburg und auch noch in Neapel. Also uns wird es auch wirklich nicht gerade leicht gemacht, muss man dazu sagen. Strohengel. Also wir sind hier sehr, ne, das war glaube ich Rosenthal. So, jetzt kommt mal ein ordentlichen Angriff über Esvanja. Und jetzt schick Bobadilla. Der kann sich im Zweikampf mit Sicherheit durchsetzen. Wieder Esvanja. Oh Mann. Und dann diese Ballmitnahme, das war nix. Das war aber mal gar nix. Esvanja. Ja, und jetzt mal... Oh, wie kommt die Flanke denn? Aber wir kriegen Eckball, immerhin. Na, die Ecke kam jetzt auch nicht so, wie ich mir die vorgestellt habe. Und da ist keiner im Rückraum. Da ist keiner im Rückraum. Bayer bringt die Flanke. Ja. Und da ist überhaupt niemand, der den irgendwie mitnehmen kann. Jetzt gibt es natürlich eine faule halbe Stunde gespielt. Und wir haben ja so gut wie... Oder wir haben überhaupt keine Torchance, glaube ich. Haben wir überhaupt schon einen Schuss abgegeben. Das kann es nicht sein. Und jetzt kommt der Ball hier durch. Das kann es auch nicht sein. Und jetzt Nachschuss. Boah, wer hat denn den abgefälscht? Ich glaube ja hier. Wer war das denn? Max. Huiuiui. Also das wäre ja schon fast der Knockout gewesen, dieses 0-2. Gegen Gladbach und Leverkusen haben wir es uns selber durch ganz dumme Fehler verspielt. Ja, da hätten wir auch beide Spiele gewinnen können. Und hier kommen wir aber überhaupt nicht rein. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Warum wir hier überhaupt nicht zum Zuge kommen. Sulu. Hinten bauen sie jetzt mal wieder auf, die Darmstädter, und bringen diesen guten Pass nach vorne. Unsere Spieler, die sind auch nicht wirklich so richtig dabei. Die schlafen eher, habe ich das Gefühl. Jetzt Carlsen-Bracker, den muss Hitz rausfischen. Gut, Ekber, weggefaustet, ist auch in Ordnung. Und Esswein setzt sich auch wieder nicht durch. Flanke kommt, Opare. Einwurf Darmstadt. Es lässt sich heute aber auch sehr komisch spielen, muss ich sagen. Ich komme gerade überhaupt nicht zurecht mit der Steuerung. Warum auch immer. Jetzt gut von Ho. Ja, ja, wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Kein Problem. Opare. Auf Alexander Esswein. Den kriegt er noch. Wunderbar. In die Mitte. Boga. Wieder Esswein. Warum denn nicht Esswein? Opare stört. Und gibt es einen Freistoß? Ich hoffe nicht. Nee, gibt es auch nicht. Oh. Gut gemacht. Vollner. Auf. Opare, der ist zu lang. Nein, der ist nicht zu lang. Der kommt doch. Die Flanke ist gut, aber sie kommt nicht an. Nochmal reingeflankt oder reingespielt, wie auch immer. Und dann kann hier Darmstadt kontern. Höfner, Vollner bügelt das nochmal aus. Und jetzt wenigstens mal irgendwie einen Schuss aufs Tor oder sowas. Aber wir kommen da nicht so wirklich hin. Flanke, was ist das denn für ein krummes Ding? Aber wir kriegen immer in der Ecke. Das wird jetzt hier nochmal so die letzte Chance.
Bayer, weit nach hinten, der kommt nicht so schlecht. Kopfball! Nein! Der geht nicht rein. Schade. Riesenchance. Riesenchance. Komm nochmal ähnlich. Wieder lang. Weit. Kajubi. Elfmeter! Handelfmeter für Augsburg in der 5. Minute der Nachspielzeit in der 1. Hälfte. Wir kriegen hier den Elfmeter, Freunde. Lassen wir Bobadilla schießen. Ja, Verhaken ist er nicht dabei. Egal, was er für Stats hat. Links oben, komm! Und er ist drin. Ist das wichtig? Raúl Bobadilla. Ist es sein erstes Saisontor? Ich glaube schon. Und er macht es und haut mit dem Kopf gegen die Eckfahne. 1-1. 6. Minute in der Nachspielzeit ist angebrochen. Puh. Ja, wenn es aus dem Spielerischen nicht, heraus nicht geht, dann muss es wohl ein Handelfmeter geben. Ja. Drin ist drin und es ist, glaube ich, sein erstes Saisontor. Und ich glaube, es ist in der Liga so und so das erste Stürmertor von uns. Also ist der Bann auch gebrochen. 1-1, es geht in die Halbzeit. Oh, das war nochmal ganz wichtig. Genau zum richtigen Zeitpunkt die anderen Ergebnisse, die Bayern führen. Hamburg führt, ich glaube, sind die Bons hinten drin? Ich weiß es nicht. Mainz führt, okay. Wolfsburg, Hoffenheim, 1-1. Ja, ist eigentlich auch egal, was die anderen machen. Wir müssen auf uns gucken. Oh, nachdem mir der... Ja, aber was macht denn S-Mann davon? Ich wollte jetzt gerade sagen, dass er sich da nicht so richtig durchsetzt. Wir nehmen mal Vollner raus und bringen Mora weg, weil Vollner, der war heute nicht unbedingt so beteiligt an dieser Partie. Und dann gehen wir rein in die 2. Hälfte. Also Mora weg für Vollner drin. Und wir versuchen es gleich mal über die rechte Seite. Aber da sind zu viele auf einem Haufen. Bleiben auch weiter auf Offensiv, würde ich sagen. Und probieren es über Max. Aber da läuft keiner ein. Ja, das haben wir jetzt mal... gut gesehen. Kajubi, Bobadilla, probiert's einfach mal. Was war das denn für ein Schuss? Huiuiui. Und dann gibt's hier die Ecke. Und die war zu kurz. Den Fisch da raus. Ja, den Fisch da raus. Können wir hier den Ball gewinnen? Boga, ein bisschen riskant. Und dann so ein Fehler wieder. Und jetzt Strohengel. Und jetzt Philipp Max. Oder heißt er Philipp? Ich weiß gar nicht genau. Aber ich glaube schon. Strohengel. Oh, oh. Schlechte Grätsche. Schlechte Grätsche. Puh. Und dann können wir froh sein, dass der Rosenthal nicht schießen kann. So, Darmstadt hat, glaube ich, gewechselt. Ja, Niemeyer für Jungwirth. Und wir müssen uns konzentrieren. Mora weg. Daniel Bayer. Philipp Max. Bringt den Lüpfer auf Kajubi. Und dann kriegen wir einen Einwurf. Das ist doch mal okay hier. So, Boga, das junge Talent heute noch nicht so da. Die Flanke kommt, aber ja, die Flanken, da weiß man eigentlich vorher schon, wenn die Sonne aufs Tor kommt, die werden nichts, weil da ist der Keeper nun mal da. Und ja, jetzt kommen aber schon wieder die Darmstädter über Marcel Heller. Und Opare ist schneller als Heller. Oh, das war riskant von S-Wein. Wir kriegen aber den Ball nicht. Gondorf. Für Darmstadt wären es der erste Punkt oder die ersten Punkte, wenn sie hier was mitnehmen. Ja, und für uns enttäuschend, weil die Spiele musst du gewinnen, wenn du wieder in die Europa League kommen willst. Und ich finde eigentlich schon, dass wir wieder in die Europa League kommen wollen. Ja, weil schon immer schon ein schöner Nebeneffekt von der Karriere. Und dann wieder dieser Kopfball hier von den Darmstädtern. Und ich wechsle jetzt nochmal und ich nehme den Torschützen raus und ich bringe Sean Parker rein. Der ist ein bisschen wendiger, vielleicht technisch auch ein bisschen versierter. Und dann gucken wir mal, was vielleicht mit ihm noch so geht in dieser Partie. Ich will das Ding hier unbedingt gewinnen. Max auf Mora weg. Ja, das ist in Ordnung. Boga möchte da Kajubi anspielen und kommt nicht durch. So, komm hinterher. Ja, kriegt er nicht. Aber einen Einwurf. Ein Einwurf, weil wir da Rausch unter Druck setzen. Und dann gibt es jetzt den Wechsel. Genau, den hat es jetzt, glaube ich, gegeben. Oder gab es den vorher schon? Nee. Oh, ja, aber den rettet er noch. Stark gemacht, pass rein. Kommt die an. Oh, den muss er gewinnen, macht er. Opare. Rechts ist S-Wein. Machen Sie, mach mal gut, das machen wir gut. Das machen wir richtig gut. Ja, will den mitnehmen, da greift uns keiner so richtig an. Und dann... S-Wein kommt nicht durch. Schade. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen. So, die Darmstädter stehen jetzt nur noch hinten drin im Moment. Versuchen da gar nicht mehr so viel nach vorne. Jetzt rechts und da ist einer verletzt gewesen wohl bei den Darmstädtern. S-Wein. Oh, geblockt. Geblockt, ja.
weiter. So, jetzt nochmal Pressing hier eingestellt. Komm, wir haben hier noch die Möglichkeit. Ein Tor reicht. Wie wir das Ding gewinnen, ist uns eigentlich scheißegal. Wir müssen einfach das Ding gewinnen und dann der Rest, das interessiert morgen keinen mehr. Boga auf Sean Parker. Boga! Nein! Das gibt's nicht! Zweites Mal, zum zweiten Mal Pfosten heute. Boga an den Pfosten. Ja, und wie gesagt, die Darmstädter nur noch mit den Befreiungsschlägen nach vorne, weil wir jetzt halt einfach den Druck hier ausüben. Und die bessere Mannschaft jetzt ohne Frage sind. Bayer. Jetzt muss auch Kayubi da einlaufen. Macht er. Kayubi kommt durch. Aber wohin jetzt? Gut, Parker, mach ihn! Nein, wie geblockt? Das gibt's doch nicht! Geblockt, na, das ist... Komm, Bolli für S-Wein. Boga hat's auf dem Fuß gehabt, aber Pech, dass das Ding nicht reingeht. Wir haben da kein Glück gehabt. Komm, jetzt wieder eine weite Flanke. Oh, die fängt er wieder raus. Ja, viel zu nah ans Tor. Das ist nix. So, 9 Minuten noch regulär. Was ist das denn aber, Opare? Ja gut, da hat... Sandro Wager nun mal überhaupt keine Chance. Kayugi. Jeremy Boga. Ja, gut auf Bayer. Jetzt Mora weg. Aber wohin? Die stehen so dicht jetzt da hinten. Das gibt's doch gar nicht. Bolli. Opare. Opare zu nah. Nee, der kommt doch noch. Eckball. Nächste Ecke. Also die zweite hat er. Die gehört so gut wie nur uns. Ja, zumindest jetzt hier. Ja, die gute letzte halbe Stunde. So, der kommt gut. Der kommt richtig gut. Aber nicht gut genug. Ja. Was ist... Eieiei. Eieiei. Gibt's das erste Unentschieden in dieser Saison für uns? Mann, wäre das bitter. Wir brauchen diese 3 Punkte. Wir brauchen die so dringend einfach, um uns noch mehr zu befreien. Das wäre so wichtig. Und wir kommen nicht ran. Jetzt vielleicht jetzt nochmal den Ball, aber... Das machen jetzt natürlich die Darmstädter. Die sind wohl mit dem Punkt jetzt hier zufrieden. Obwohl es ihnen einfach überhaupt nicht weiterhilft. Nachspielzeit 2 Minuten. Und dann gibt es nochmal das Handspiel. Es gibt nochmal das Handspiel. Komm, wir führen kurz aus. Daniel Bayer. Opare. Komm, jetzt die Nerven behalten. Komm, jetzt die Nerven behalten. Ja. Wunderbar, die Nerven behalten. Oh, wir setzen, machen Druck. Aber dann ist hier... Schluss. 1:1. Zu Hause gegen die Darmstädter. Das darf einfach nicht sein. Damit wollen wir und können wir nicht zufrieden sein. Hier 6:7 Schüsse, 4:3 aufs Tor. Aber am Ende denke ich schon, dass wir da, ja, die zweite Halbzeit hat einfach uns gehört. Das ist richtig bitter jetzt. Und das ärgert mich, dass wir das Ding nicht gewonnen haben. Zweimal Pfosten, auch einmal der Kopfball von Esswein war es, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Und dann dieses Ding von Boga. Richtig bitter. Das ist ärgerlich. Ja, da brauchen wir nicht drum rum quatschen. Wir haben eine neue E-Mail. Aber das müssen wir jetzt abhaken. Und ja, gegen Neapel gucken. Das wird kein Stück einfacher. Wir loben einfach mal Neapel. Die haben natürlich eine Bombenmannschaft mit Higuain, Callejon und Wiese. Die alle heißen. Ja, dann würde ich sagen, wir trainieren nochmal. Parker, Boomheuer, Burger, Warnenwelt, Staphylidis. Ja, komm, die trainieren wir nochmal. Beim nächsten Training gucken wir dann mal, wer von den Jugendspielern da. Und Burger kriegt die 65. Wunderbar. Kriegt da also mal wieder ein Stärkepunkt nach oben. Gut, und dann gehen wir mal vor Richtung Neapel. Das wird ein Wahnsinnsspiel hier. Das wird richtig happig, muss man sagen. Also, ja, so. Drochowski hat verlängert. Wunderbar. Das freut uns. Marvin Hitz, können wir uns mal unterhalten? Ehrlich, ich weiß nicht, woher diese Spekulation kommt. Ich habe mit niemandem von der Börse gesprochen. Natürlich ist es nicht, ne? Okay. Was ist denn hier los? FC Augsburg warten auf Angebote für Hitz. Die Gerüchte, der talentierte Torwart war mit Hitz für sich da integriert. Dortmund, Borussia, Freiburg. Der fühlt sich nicht integriert. Freunde, ich hoffe, der bleibt. Also das ist ja ein extrem wichtiger Rückhalt für uns. Marvin Hitz. Ja, der hat uns da in vielen Partien überhaupt im Spiel noch gehalten. Also das wäre sehr happig. Wie lange hat denn der noch Vertrag? Boah, das war ja... Boah.
So, wie lange haben wir mit Rorowski um ein Jahr verlängert? Alles klar. Wann kommen Ali Čučić wieder? Naja, erstmal egal. So, wie lange hat denn Hitz noch Vertrag? Hitz nach dieser Saison immer noch 2 Jahre. Ja, gut. Dann, ja, nicht so brenzlig. Gut. 1-1 gegen Darmstadt und jetzt Neapel in der Europa League. Wir müssen gewinnen. Ihr seht hier unten an der Tabelle. Da gibt es kein Ding dran vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Domis FIFA.